Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe Halloween-Sachen für euch. Diese Halloween-Sachen, die habe ich im November, Oktober 2020 gebastelt. Und im November hatte ich dann ja meine YouTube-Pause eingelegt und da konnte ich das ja dann nicht mehr zeigen, habe ich dann nicht mehr gezeigt. Und irgendwie den ganzen Januar über habe ich das eigentlich völlig vergessen, weil ich das schon weggepackt hatte. Aber das sind so coole Sachen, dass ich euch die gerne einmal zeigen wollte. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der trotzdem gerne Halloween-Kawaii mag. Für den wäre dieses Video was. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Ich habe Schüttellollis gemacht. Also ein Schüttellolli unter anderem, den habt ihr schon mal in einem Craft-Update gesehen. Aber ich wollte euch jetzt ein paar andere zeigen. Wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich oft runde Schüttellollis mache. Diesmal habe ich quadratische Schüttellollis gewerkelt, also beziehungsweise rechteckige. So sieht dieser hier einmal aus. Also diese Spitzenbordüre, die gab es mal im Teddy, aber das ist schon etwas länger her. Die habe ich damit aufverbraucht. Das sind dann immer solche coolen Perlen. Hier habe ich dann so einen Strohhalm und dann einmal diese Bänder. Einmal aus. Richtig cool. Also diese Spitzenbordüre, die werde ich nochmal neu festkleben. Also das habe ich mit doppelseitigem Klebeband beklebt, aber das hält nicht ganz so gut. Also ich denke mal, dass ich dann im Anschluss das nochmal mit Heißkleber kleben möchte. Hinten sieht es einmal so aus. Also innen drin sind Moosgummisticker geklebt und diese Perlen. Dann habe ich da so einmal Designkarton auch und ja, hier habe ich dann einmal so, ja, so eine Glitzerfolie und hier so eine Stoffbordüre. Ja, das war einmal der hier, Nummer 1. Dann habe ich einmal so einen etwas kleineren. Da habe ich zum Beispiel so ein Geistergespenster-Kabo drauf gemacht. Ja, so eine Schleife, ja, so Klebeband in so ein Lila, das so glitzert. Das wäre meine Haarspange gewesen. Die konnte man in einem Action kaufen. Gibt es immer in der Halloween-Zeit. Dann hier habe ich zwei Strohhalme. Weil ich muss sagen, ein Papierstrohhalm, da besteht sehr schnell die Gefahr, dass es knicken kann. Und so hat es dann einfach nochmal, ist einfach nochmal fester. Nehme ich dann noch so eine Schleife, also beziehungsweise zwei. Das hier war einfach so ein Band, habe ich zu einer Schleife gemacht und das war schon so eine Schleife. Die hatte ich auf einem Geschenk drauf, die habe ich dann auch drauf geklebt. Da sind so Sticker aus dem Teddy Design Cutter. Unten sieht das so einmal aus. So hat man dann eine Variante, dann etwas kleiner. Also ich habe mir gedacht, ich muss euch unbedingt diese Sachen nochmal zeigen, weil das ist echt so schade, weil die sind richtig cool geworden, die nicht zu zeigen. Dann komme ich einmal zu runden Schüttellollis. Das wäre dann dieser hier einmal. Sticker, so ein Hintergrundpapier. Also diese Bordüre, die meine ich, die habe ich auch aus dem Teddy gekauft. Und ich habe gesehen, beim Verstauen ist hier auch so ein Knick reingekommen hier in dem Band. Das ist einmal auch so ein Band. Da hatte ich ja hier, kann ich euch zeigen, da so rechts einmal diese Schleife gemacht von. Und hinten sieht es einmal so aus. Ja, der vierte Schüttellolli zum Thema Halloween, den habe ich euch schon mal gezeigt. Den kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch erinnert.
Also ich liebe Schüttelollis. Also ich mag das unheimlich gerne. Ja, und zu den Schüttelollis habe ich dann auch noch Pocketletter gebastelt. Wie soll es anders sein? Ich hatte euch letztes Jahr auch einige Halloween-Pocketletter gezeigt und ich habe noch zwei weitere dann im November, Oktober gemacht. Und die wollte ich euch einmal zeigen. So sieht hier einmal von unten aus. Das Coole ist, ich habe da so eine Rosette. Und hier oben ist sogar das Klebeband von Knuddelzombie, was sie selbst designt hatte. Das hatte ich ja gekauft. Da hatte ich euch ja auch eine Bestellung gezeigt zu Moosgummisticker. Hier ist einmal auch wieder dieses coole Klebeband. Also, falls ihr Interesse habt, wo ich das her habe, das habe ich geschenkt bekommen. Ist mir das runtergestürzt. Das ist einmal dieses hier. Das gibt es bei Ideen mit Herz. Da seht ihr auch nochmal das Lilane. Und hier innen drin habe ich das so zugeklebt. Da sind so kleine Mikroperlen drin und da ist so Streudeko. Nochmal so gucken, also kann man das so hin und her bewegen und sind so Spinnchen drin. Das wäre dann diese Variante einmal, die ich gemacht habe. Hier hinten ist die einfach nur so, also da habe ich den jetzt nicht gestaltet. Ich zeige euch einfach mal, was eben runtergefallen ist. Das ist immer das hier. Das habe ich unter anderem, ich meine, noch zu Weihnachten unter anderem bekommen. Da sind so welche Schokobälle drin, so Schneebälle drin. Ja, das ist mir nämlich runtergefallen eben. Also ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt. Dann habe ich noch einen Pocketletter gemacht. Der ist sehr ähnlich gehandhabt. Auch mit diesem Papier und mit diesen Stoffbändern. Also diese Stoffbänder mit Halloween, die habe ich aus Baker Ross mal gekauft. Diesen Motivkarton, das war so eine riesengroßen Bogen, ja, Tonkarton aus dem Bastelladen habe ich mir mal geholt. Die Sticker hier, die sind aus dem Teddy und hier hinten drin habe ich dann einfach auch ja, so Streudeko drin, so Geister und Spinnen und Glitzer und so kleine Sternchen habe ich noch reingefüllt. Dann habe ich hier so, ja, so Herzen in Schwarz, die habe ich vom Teddy. Da war in dem Set, da waren dann auch diese orangefarbenen drin. Habe ich das dann auch so gestaltet. Hinten sieht es einfach so aus. Ja, das wäre dann so einmal die Halloween-Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Könnt ihr die noch einmal so sehen? Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr Halloween jetzt haben gerade. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!